Okay, genug als OS. Ich hab keine Lust mehr auf OS. Wie wär's denn mit, ich hab ein gutes Set. Moment, ich hab ein gutes Set. Achtung, wir nehmen zuerst SMG, dann CS, dann Revo. Da bist du doch. Und dann Fly. Haha, Witz beiseite. Wie wär's denn, ja, wir rüsten mal einen SMG-Char aus. Ich hab doch ein zweite SMG, oder? Ja, hier oben. Und, das war PS, ne? Nee, ich hatte die Bett. Das machen wir nochmal. So, und dazu behalte ich mal Bind. Und schwing mich wieder auf SD2. Ist ja so lustig. Wie wär's damit? Ah, nee. Da sind nur so und so viele Leute drin. Komm, eins geht noch. Ah, so viele. Verdammt nochmal. Wisst ihr was? Wir spielen Square. Square. Das ist nicht Square. Das ist Square. Square. So, und jetzt aimen wir Leute tot. So ist das gedacht. So wird das auch gespielt. Wir sehen jemanden, wir aimen, er ist tot. So denke ich mir das in S4 auch jeden Tag. Das klappt auch jeden Tag. Nur, dass ich irgendwie keine Gegner sehe. Hey du, im Zug. Hey du. Wie geht's dir? Oh oh. Und tot bin ich. Hallo, Mr. Berserker-Wolf. Also, ich will ja jetzt nichts sagen, aber Berserker wird normalerweise mit R geschrieben. Ich weiß nicht, ob das Wort im Deutschen existiert. Wow, wow! Daneben. Ja. Ups. Ja. Ich werde jetzt diesen Versuch starten und werde ganz, ganz, ganz knallhart. Hey du, hey du, hey du! Wow. Ich hoffe, dass ich das heute nochmal gebacken krieg. Einen einzigen Kill zum... Warum? Ich habe ja keinen. Ich habe ja einen Kill. Achso, das war der Typ, der am Anfang ganz unglücklich an der Wand des Zuges stand. Hey du, ich habe dich gesehen. Mein Freund. Ich habe dich gesehen, wie du in den Bereich anderer Leute rumgelaufen bist. Boah, sag mal, packt's oder was? Bäh. Wie gut, dass ich nicht einfach wechseln kann. Das würde nämlich jetzt gut kommen. Und Musik? Danke. Zwei, vier. Das ist eine KD von 2 durch 4 mal 8. 6. Wow, ich habe 6 Gegner gekillt. Ohne einmal zu sterben. Das Nasenschniefen kommt übrigens nicht von der Erkältung, sondern von dem Trauer. Von der Trauer. Da fangen mich ja Leute. Wie wär's, wenn du stirbst? Wie wär's, wenn du stirbst, hab ich gesagt! Hold on. 107. Okay. Die wollen es so, die kriegen es so. Ich sagte, Leute werden sterben, also werden Leute sterben.
Da interessiert es mich einen Scheißdreck. Durch was? Hauptsache, sie sterben. Sie müssen nicht mal durch mich sterben. Na komm. Mein Freund. Du kannst mal ganz dezent verrecken. Wo ist er denn hin? War das mein Starfish? Ach, da bist du ja. Hüpf nicht so schwul rum. Getränke kann ich überhaupt nicht ab. Komm her! Oh, da bist du ja. Wow, das ging aber schnell bei dir. Ich werde einen dieser Menschen, die da rumtanken, hier auf jeden Fall einmal killen. Oh, ich werde geheilt. Oh mein Gott, ich kann auch tanken. Komm her. Ja, ja, ja. Na komm, wollt ihr es? Hä? Ah, schade. Oh, da ist einer. Knapp down. Das muss ich ausnutzen. Okay, werde ich nicht ausnutzen. Hold on. Komm. Komm! Komm! Lass mich... Warte, ist vorbei? Was? So, das war das letzte Wort. Gegen Ende war ich mal wieder sowas von doof und scheiße und was auch immer. Ich habe 5 Halloween-Candies. Ist aber süß. Okay, dann spielen wir jetzt nochmal. Was gibst du mir heute? Ein Popo... Ah, das ist ein Lingling. Lingling. Ein Lollipop. Und damit spielen wir jetzt und bekommen Esper Shoes für einen Tag. Nein. No shit. Okay, alright. Dann kommen wir jetzt zu PMs. Ich hoffe, ich kann jetzt gescheit lesen. Findest du es prohaft, normal oder noobig 90 Punkte nur mit Smash? Kommt darauf an, in welcher Zeit. Beziehungsweise, was soll daran noobig sein, beziehungsweise prohaft sein, einfach nur 90 Punkte mit der Smash zu haben? Oder meinst du jetzt nur mit Smash? Also nur Smash ausgerüstet und in ein Match gegangen? Dann finde ich das relativ gut, aber ich halte nichts von angeben. Also nicht, dass du das jetzt gemacht hast, aber ich meine nur. Axis, du bist der beste Let's Player, den ich je gesehen habe. Ich danke dir. Ich danke dir für alles. Weiter so. Oh ja, danke. Mach ich gerne. Sehr gutes SP. Jede einzelne Folge bis jetzt geguckt. Hier ein Keks. Danke für den Keks. Ich schreibe dir jetzt ein paar Herzen, weil ich dich so lieb habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Herzen. 15 Herzen. Und ich an 1129 Leute alle Herzen. Das will ich jetzt nicht aufschreiben, aber trotzdem. Deine Let's Plays sind voll cool. Hier, King, ein Keks. Ich habe sehr viele Kekse, aber trotzdem, danke. Bin ich jetzt im Fernsehen? Ja, bist du. Spiel mal bitte Connors 2 Chaser Only Sword. Ich habe damit schlechte Erfahrungen gemacht, ehrlich gesagt. Also nein, voraussichtlich nicht, aber eventuell kann ich das vielleicht machen, wenn ihr wollt. Hi, wie kann ich dir Kapseln schicken? Erwähne es im Video. S-Mampf. Lecker Keks. Ich glaube, da müsstest du in meine Friendlist.
Oder du, ich glaube, du kannst es einfach so an jemanden schicken. Also ich glaube, du musst auf Gift gehen bei einem AP-Item. Ich glaube, das geht auch nur mit AP-Items. Und gibst dann meinen Namen ein. Wenn es funktioniert, keine Ahnung, ob es funktioniert, denn aller Player, ihr kennt die. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Hi, ich finde deine Videos echt nice. Ja, danke, Mr. S4Freak134. Herzlichen Glückwunsch zum Starfish. Ja, ich weiß. Danke. Hallo Exis, coole LPs. Wollte ihn LP erwähnt werden. Ja, gerne, Mr. Ellsworth. Hol dir mal Masterzeugs. Ja. Ich möchte mal ein paar Meinungen zu deinen zu S4-Bugs hören. Ich persönlich glaube, dass S4 sehr verbuggt ist. Ja, das ist mir klar. Der schlimmste Bug, den ich erlebt habe, ist, dass ich mir Toy Cups gekauft habe. Toy zwar bekommen, jedoch ist dann das Spiel abgeschmiert und die HGG sieht ganz normal aus mit FP-Starts. Was ist das der schlimmste Bug, den du je erlebt hast? Der schlimmste, also zuerst einmal, ich fände jetzt nicht so schlimm, eine normale HG mit FP zu haben, denn ehrlich gesagt, ich finde es sogar cooler. Stellt euch mal vor, ihr habt normale HG dabei und könnt mit Leuten bescheißen, die Fumbi, die also Independent spielen wollen oder sowas, keine Ahnung. Ich meine, das ist fies, aber trotzdem, du hast die Möglichkeit dazu. Du hast ein FP mit normalen Aussehen. Also ich finde das cool. Aber trotzdem, schlimmster Bug, da müsste ich ein bisschen überlegen. Erstmal meine Nase. Mein schlimmster Bug. Der schlimmste Bug. Also, nicht der schlimmste Bug, sondern der lustigste Bug. Den schlimmsten Bug, der fällt mir gerade nicht ein, aber den lustigsten Bug hatte ich mal. Da waren wir noch in Clarity ganz am Anfang. Das war vor 3 Jahren, glaube ich. Und da haben wir gerade angefangen mit Clarity ein paar S4-Videos. Ach, S4-Videos. S4 Clan Wars zu machen. Einfach so. Ohne aufzunehmen, natürlich. Und, Dann waren wir zu 8 in einem Raum, ich glaube, wir haben einfach nur rumgeeiert und Clan-Training, also halbes Clan-Training und halb rumgeeiert. Und auf einmal ist es gefreezed, das gesamte Spiel, also nicht so gefreezed, wie ihr euch das vorstellt, dass das Bild stehen bleibt, sondern der Charakter hat an einer Stelle gehangen und man konnte sich frei bewegen. Also man konnte laufen, rennen, springen, alles mögliche, aber wir sind auf derselben Stelle geblieben. Und wir haben uns gegenseitig alle gesehen, wie wir auf der Stelle stehen und die ganze Zeit den Scheiß machen. Und wir haben keinen Relay-Server-Disconnect oder sowas bekommen, es war einfach so geil. Es war komisch, aber es war geil. Aber zum schlimmsten Bug. Schlimmster Bug war, ich war mal, ich glaube, das war, ganz früher. Da, war es, glaube ich, so, dass man, also das war irgendwie so, man hat, Matches gemacht und dann, als das Match vorbei war, hat es einem gesagt, obwohl der Skill noch Perm war. Damals gab es ja noch Perms. Da wurde auf einmal der Skill entfernt und gesagt, der wäre nicht mehr Perm und dann hat er gestanden, Duration ist vorbei und dann war es vorbei und dann war das Item weg. Ganz, dann musste man sich an den Support wenden, der damals noch von Allerplayer war und nicht von Pro 7 Arschlöcher. Ja, dann war das auf einmal der Skill weg und man musste sich ihn besorgen und weil das ein Pen-Item war, hat es ja keinen Wert gehabt. Also haben die es mit kleiner Wahrscheinlichkeit nur ersetzt. Und ich glaube, das war ganz früh, aber sonst, bis dahin, habe ich nicht so wirklich ultra viele Bugs erlebt. Außer ein paar kleine, die halt genervt haben. Zum Beispiel einmal habe ich einen Disconnect mit meinem Main gekriegt und dann, also Hacking Trial. Oh, das ist mein Handy. Egal. Ja. Und auf einmal war mein Account gebannt, also so für 3 Tage und hat sich herausgestellt, dass Hacking Trial Autoban gemacht hat. Aber es war nicht so schlimm. Ich weiß, das ist jetzt die 4. SMG oder Message oder so, aber kannst du irgendwie so machen, dass du zum Beispiel freitags 2 Folgen hochlädst, sonst sind es zu wenig. Findet ihr wirklich? Also ich versuche die Folgen recht lang zu machen und öfters hochzuladen, aber naja, ich kann sie länger machen, aber die Planung ist halt noch recht fest. Du lässt nur Leute, die du kennst, in deine FL, oder? Ja, Mr. iStar, ich lasse nur Leute in meine FL, die ich wirklich kenne. Ihr dürft gerne mir eine Freundschaftsanfrage schicken, die ich dann ablehne, aber euren Namen sage. Denn heute habe ich irgendwie keine bekommen, aus irgendeinem Grund. Ich kam in das 4 und keiner hat mir eine geschickt. Das fand ich total nicht nett. Liebt ihr mich nicht mehr oder was? Warum schickt ihr mir keine Freundschaftsanfragen mehr? Das war ein Scherz. Das war die Postecke. Und ich hoffe, ich mache den letzten Part des Sets ein wenig größer, denn die Postecke, da motzen manchmal Leute und sagen dann, die Folge war so kurz, weil die Postecke so lang war. Aber ja, ich hoffe, ich mache es lang genug. Ich hoffe, ich denke dran.
Ja, das war das erste Set mal wieder, dass ich nur so gedreht habe. Und beim nächsten Mal, keine Ahnung, ob ich mir das, also ihr könnt gerne unten reinschreiben, was ihr machen wollt, was ihr sehen wollt, etc. Das ist immer erwartet, also es ist immer willkommen. Ihr dürft, nicht wenn ich sage, sondern ich meine allgemein, dürft ihr immer drunter schreiben, was ich denn machen soll. Ja, das war's eigentlich. Das war das Set. Paar OS-Matches, paar Matches mit Snipen, paar Matches mit meinen normalen Charakteren. Alles bitte in die Kommentare, was ihr mir erzählen wollt, beziehungsweise als PM oder was auch immer. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei YesPro League. See ya!